Und da bin ich wieder hier im 3 gegen 3. Und die Map, russisches Roulette. Welche Map waren das denn jetzt? Darf ich die nochmal eintragen? Kann mir jemand nochmal sagen, welche Map wir jetzt genommen haben? Dann trage ich die da unten nochmal ein. Aber wir schauen uns mal das Ganze an. Das Team unten gegen oben. Das wird hart. Das wird ein hartes Match. Und ich meine, eher für das Team oben wird das härter. Ich glaube, der Mark und so sind unten, ne? War das nicht Mark, Insta und Bye-Bye, die zusammenspielen? Also, das ist schon echt hart. Oha. Wir gucken uns das an. So, rein hier. Bisschen Delay jetzt aktuell. Hab mal wieder gepennt. Und hier sehen wir Bye-Bye in dem unteren Team. Mit den Alliierten in grün und Mark auch mit den Alliierten in rot unterwegs in der Mitte hier im unteren Team. Und der Insta, mal sehen, was er bekommen hat. Die haben nämlich alle auf zufällig gewählt. Und hier oben haben wir in gelb den Schlag im Nacken. In lila den Master Kane. Und rechts hier unseren Sunny. Ja, und genau, wer Mark kennt, Mark ist unser Mr. Schummler. Das hat er richtig gut drauf. Schummeln. Und moin Arabos und moin Bouncer. Schön euch auch zu sehen. Und moin Heizöl, Taucher. Schön auch dich wieder im Stream zu sehen. Und übrigens Heiko und Suela und Johnny, euch habe ich auch noch nicht gesagt. Und Baumklaus auch nicht. Auch noch kein Hallo gesagt. Baumhobs Klaus. So, wie sieht's links aus mit Schlag im Nacken? Raff gebaut. Dasselbe natürlich beim Master Kane. Ebenso auch beim Sunny. Der aber zuerst auch eine Kaserne gebaut hat. Die wollen nämlich scouten. Und die Map hat ein bisschen Gems zu bieten. Ja, aber nicht viele. Ja, sie hat kein reines Gemfeld. Dadurch gehen die Ressourcen ja sehr, sehr schnell leer. Und vor allen Dingen ganz fies. Da sehr wahrscheinlich in der Mitte hier das Hauptgefecht stattfinden wird, hauen die sich das ganze Erz um die Ohren. An Lukarian, ich habe deine Sache vorhin gelesen. Also es gibt genug Spieler bei uns in der Community, die auch AR2 spielen oder AR3. Du musst einfach nur bei uns auf den Discord draufkommen und da mal nachfragen. Es gibt da genug Spieler, die wirklich auch diese Teile noch aktiv spielen und Bock haben. Na, meine Lieben. Kata grüßt nur. Nein, das machst du. Nein, ich grüße auch bei TikTok. Allerdings, Leute, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich habe einen harten Abend jetzt gehabt. Der war wirklich echt Spannung. Ich grüße eigentlich jeden auf jeden Kanal. Ne? Nummer by the way. So. Wir sehen Bye-Bye. Der baut sich hier schon direkt in der Mitte. Das macht er sehr, sehr clever. Da sind nämlich die meisten Ressourcen. Moin Flask. Auch schön, dich zu sehen. Alles noch chillig. Die ersten Fights haben wir ja schon. Mark wurde eliminiert. Bye-Bye wurde gerade hier eliminiert. Durch den Bunker. Das ist jetzt doch alles ruhig. Die Spannung steigt so zum Cooldown-Ende hin. Das wird hier richtig deppern bei denen. 3 gegen 3. Wann haben wir das letzte Mal ein 3 gegen 3 gehabt? Werden wir übrigens öfter wieder sehen. Achtung, oben links guckt auch schon mal der Installateur rein. Mr. Rohrverleger. Nödi, weil ich den Spaß ja gerne mitmache, ne? Ich habe gerade einen Grußwunsch. Ist hier jemand zufällig? Der heißt Reihenstecken. Wie soll ich bitte grüßen? Reihenstecken. Schöne Grüße vom Nördi. So, Bye-Bye jetzt nochmal. Oh, guck mal, hier gleich Gegenpart. Sehr ruhig. Oh, Frontbase hier vom Insta. Auch in der Mitte jetzt am Bauen. Aber das ist das Team oben. Schon deutlich schneller mit Vorbauen hier. Die haben nämlich allesamt schon 3 vorgebaut. Wobei hier der Sunny wirklich den weiteren Weg hat. Hat jetzt den zweiten Bau 4 vorne hingesetzt.
Und hier, aber jetzt bin ich mal gespannt, was Bye Bye jetzt mit dem Bauhof hier vorhat. Das wird schnell eine enge Kiste hier. Ja, er baut sich auch mit Bunker hier vor. War da gut. Vielleicht Infanteristen hier rausnehmen. Und willkommen, meine lieben Leute, hier im Liga-Challenge-Spiel hier. 3 gegen 3. Die Ligaspieler wollten mal gerne Challenge haben. Hier in der Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot 1, meine Lieben. So, wie sieht's hier aus? Master Kane, Waffenfabrik gebaut. Hier, der Schlag im Nacken. Wie lange sein? Oh, Schlag im Nacken mit den Sowjets unterwegs. Oha. Oha. Und passive Kills sind halt innerhalb der Cooldown-Zeit definitiv erlaubt. Also das ist kein Problem. Und hier wird's interessant. Bye Bye, direkt reingebaut beim Sunny. Die beiden sind jetzt schon keine guten Nachbarn mehr. Auch Installateur hier mit dem Middle Base. Und meine Lieben, ich soll den Dünsch grüßen mit Nachnamen heißt. Nein, hör auf, Derry, kann ich nicht bringen. Euch mal das Rodeo hier an. Guckt euch das Rodeo an hier. Was für ein Sammler-Rodeo. Also Schlag im Nacken geht direkt rein. Hat auch die meiste Kohle hier gerade im Nacken. Und Kane kennen wir ja immer sehr schnell hier mit den Panzern unterwegs. Auch hier massig unterwegs. Leute, habt mal ein bisschen Niveau hier. Reißt euch mal zusammen. So, hier links wird es auf jeden Fall deppern. Guck mal, Schlag im Nacken, der wäre fast gar nicht durchgekommen. Aber clever hier vom Insta, hier auf Schiffe zu setzen. Oh, Leute, wir haben nicht mehr viel Cooldown. Noch knapp 3 Minuten, dann geht's hier los. Beide Teams haben sich gegenseitig schon hier die Bauhilfe jetzt in die Base gebaut. Oh mein, Schunke, schön dich zu sehen hier im Stream. Jetzt wird's interessant. Mark geht auf leichte Panzer. Oh, und ihr kennt Mark. Mark ist ein ganz fieser Hund. Ja, wissen wir. Der macht immer echt fiese Dinger. Und auch hier wird er wieder einen fiesen Hund nebenbei machen. Wie geht's mir, meine Frau? Ich bin immer noch fix und fertig. Ihr habt mich so fertig gemacht. Und jetzt schon geht's hier in die Vollen. Oh mein Manni, schön dich zu sehen. Allerdings Schlag im Nacken, fährt einfach stumpf durch. Noch kein aktiver Angriff, alles gut. Die dürfen ja durchfahren. Oh, das ist fies. Schlag im Nacken fährt einfach schon mal ein paar Einheiten nach unten. In die Base. Wir wissen gleich nicht, wo wir hingucken sollen. Mal sehen, was Bye Bye hier oben gemacht hat. Hat die auch. Guckt euch das an, wie viele Kanonentürme der da schon hingebaut hat. Aber wir sind uns einig, hier kracht es als allererstes. 100%. Nein, Mark darf ihn nicht angreifen. Das nicht. Er kann aber hier einfach durchlaufen, der Schlag im Nacken. So, 1,5 Minuten noch knapp. Cooldown, meine Lieben. Dann geht's hier im Gefecht los. Und Schlag im Nacken, richtig clever. Er macht das richtig, richtig clever. Aber auch Insta baut gleich den Bunker. Und hier wird's spannend. Hier wird's richtig spannend. Auf der Seite. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ob ich nach links, nach rechts, oben, unten, mittig. Ich hab keine Ahnung.
Das wird hier gleich überall knallen. Komm, Blechbubi, tanz. Eieieiei. Masil, danke dir für den Follow auf Twitch. Willkommen bei Twitch, meine lieben TikToker. Traut euch, geht zu YouTube oder zu Twitch, wenn ihr Bock habt. Da habt ihr richtig viele Leute, die gerne chatten. Und jetzt schon der erste Angriff, weil der Cooldown ist um. Und nicht vergessen, das war richtig pünktlich vom Schlag im Nacken. Und jetzt knallt es überall hier im Gebälk. Oh, und wie gesagt, rechts unten, beziehungsweise rechts oben und hier unten knallt es auch. Aber hier oben mit Bye-Bye, ganz interessant. Will nämlich beim Sunny rein und gleichzeitig Schlag im Nacken hier beim Insta. Mal sehen, ob Insta das hier gedefft bekommt. Und was passiert hier zwischen Master Kane und Bye-Bye? Und Sunny kommt nochmal wieder mit Verstärkung. Und der Luftangriff eben war wirklich perfekt angesetzt. Und Schlag im Nacken hat hier auf jeden Fall für den Überraschungsmoment gesorgt. Und die Leute müssen nach hinten gezwungen. Greift im Übrigen jetzt den Insta auch hart an hier. Einmal durch die Mitte, fährt nochmal direkt durch. Hier beim Insta schon wahnsinnig viele Schiffe, Kreuzer und Zerstörer. Und hier nochmal der Flug, der Mix direkt drauf auf die Waffenfabrik. Das trifft dem Insta sehr, sehr empfindlich. Also der Schlag im Nacken wirklich massiv unterwegs hier. Und hier greift jetzt sogar der Sunny so ein bisschen weiter nach die Front an. Drängt die zurück, die Bye-Bye. Und Mark kommt zur Verstärkung. Schlag im Nacken noch weiter durch die Mitte. Ohne Probleme. Aber jetzt kommt Mark mit einer Masse an Verstärkung. Gleichzeitig sind die Mix hier wieder unterwegs. Direkt aufs Tech-Zentrum. So, Insta hat das Tech-Zentrum verloren. Und jetzt kommt die Stärke von Master Kane. Die Masse an Panzern direkt durch die Mitte. Und der braucht einfach nur Gas geben. Der hat genug. Aber Mark zieht nach rechts. Sieht es schon kommen, dass Master Kane jetzt Gas gibt. Direkt auf die Produktion von Mark hier auf die Raffinerien drauf. Keine Chance hier für den Mark, die zu halten. Die Welle rollt. Die lilane Welle direkt durch die Mitte. Guckt euch das an. Und da nochmal die Mix direkt drauf auf den Bauhof. Und Kane rasiert hier den Mark hier weg. Was ist da los? Boah. Mark kriegt unter Druck. Und hier. Der Schlag im Nacken nochmal direkt hinterher. Und rechts kriegt bei Bye-Bye das zwar die ganze Zeit gedefft, aber seine Teamkollegen droht das Ende gerade. Das sieht nicht gut aus für das untere Team. Der Schlag im Nacken ist ja auch gut unterwegs. Ja, sie rasieren hier gut weg. Aber das war ein gutes Movement hier. Wahnsinn, und vor allen Dingen der Schlag im Nacken. Ein super Rodeo hier mit dem Mix. Macht er richtig, richtig gut. Jetzt hat er Mark auch noch mal die Sicht genommen. Ob das Mark noch hinkriegt, der hat wieder keine Kohlen auf dem Konto. Und der Kane fährt hier rechts auch noch ein. Und guckt euch mal an, wie der fliegt hier. Der Schlag im Nacken, sowas von effektiv. Jetzt versuchen sie Bye-Bye hier aufs Korn zu nehmen. Bye-Bye hat schon fast gar keine Chance mehr. Aber Mark hilft. Das untere Team mit Mark, Insta und Bye-Bye ist ganz schön angeschlagen. Aber sowas von. Das war ein Glanzangriff von denen. Die müssen die Mitte dicht machen. Die müssen sich die Leute jetzt vor den Hals halten. Beide Teams jetzt mit kaum noch Einheiten. Bye-Bye geht jetzt auch ein bisschen hier an die Front. Und sie hätten die Möglichkeit, auch hier ein bisschen Rodeo zu betreiben, aber machen sie nicht. Oh, wie der fliegt hier. Wahnsinn, wie Schlag im Nacken fliegt. Und da kommt schon wieder die nächste Welle. Master Kane. Ab in die Mitte. Wieder bei Mark rein. Und Bye-Bye hat das Problem, dass er alleine hier fast nur noch kämpft und versucht gleichzeitig zu unterstützen. Durch die Mitte richtig platt gemacht hier.
Oha, oha. Reezy, danke für den Follow. Max, letzter Bauhof, glaube ich. Jawohl, letzter Bauhof. Oh, der will sich. Der will sich der Kane holen. Ah, geht jetzt noch auf den Raff. Und Mark verkauft. Mark verkauft. Er braucht Kohle. Er hat den Bauf noch. Also Mark und Bye-Bye schaffen es hier, die Kane nochmal zurückzuhalten. Das Problem ist hier links oben. Der Nacken. Der setzt hier immer weiter zum Angriff. Und jetzt kommt auch noch Sunny hier mit Verstärkung. Und die stehen hier richtig unter Kartoffeln. Das knallt hier sowas von. Die kriegen richtig Druck hier. Und Sunny macht jetzt Druck auf Bye-Bye. Schlag im Nacken auch weiter mit Verstärkung hier. Fährt jetzt rein beim Insta. Ah, das macht sich richtig jetzt auf Bye-Bye. Mark versucht sich hier erneut aufzubauen. Die werden nur Kohleprobleme kriegen. Die Mitte gehört aktuell hier das Team oben. Und da kommt nochmal wieder massig Verstärkung hier vom Master Kane. Und vom Schlag im Nacken. Und Shumi, danke für den Resub. Schön, dich wiederzusehen. Boah. Und da geht die Verstärkung rein. Master Kane. Wieder mit einer riesen Panzerdivision hier. Und Bye-Bye geht jetzt in die Offensive. Er will für Entlastung sorgen. Problem ist, Kane fährt bei ihm rein. Und da oben ist auch viel Verstärkung von Sunny. Das macht er Bye-Bye gut. Er hat sogar die Möglichkeit, hier komplett durchzulaufen. Das ist genau das, was sie jetzt brauchen. Problem, Bye-Bye hat Besuch von Kane. Hat hier arge Probleme und da ist nichts mehr zu verteidigen. Oh, was für ein Match. Jo, und Bye-Bye droht hier das aus. Er zieht schon zurück. Er hat gemerkt, oh bye, dabei hätte er locker weiterziehen können. Problem ist nur, er hat halt Besuch vom Kane in der Base. Und Insta und Mark versuchen noch irgendwie unten links die Base zu halten. Und Bye-Bye kämpft gefühlt ein Riesen hin und her. Oben links, oben rechts, unten links. Das ist Wahnsinn. Hat das obere Team echt clever gemacht. Gerade Nacken, dass er schon Einheiten vorpositioniert hat. In der Base. Mega Move. Da, die Kane-Kolonne. Erfolgreich gewesen. Will sich jetzt den Rest vom Mark auch noch schnappen. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich hätte hier garantiert, Bye-Bye und Insta sind ja so richtig stark unterwegs in der Liga. So verdammt stark, die beiden. Und dann auch noch mit Mark. Damit hätte ich eigentlich gerechnet, dass die hier ein bisschen überlegen sind gegenüber Schlag im Nacken, Master Kane und Sunny. Aber nein, Sunny und Master Kane und Schlag im Nacken haben uns das Gegenteil bewiesen. Die haben mir richtig gut aufgefahren und zeigen hier den dreien, wo der Hase langläuft. Nämlich in ihrer Richtung. Ein Moin Jens, danke für den Follow. Wahnsinnsmove. Wirklich richtig gut gemacht hier von dem Team hier. Bye-Bye versucht hier noch durchzukommen. Und Master Kane immer noch unterwegs hier unten. Macht das gefühlt im Alleingang hier. Wobei man darf nicht vergessen, Schlag im Nacken. Wirklich sehr, sehr effektiv unterwegs gewesen mit dem Mix. Bye-Bye zieht sich wieder zurück. Hat hier sehr, sehr viele Sammler. Aber kann nicht agieren. Ihm fehlt hier zwei Waffenfabriken. Eine hat er nur. Bauf hat er Gott sei Dank noch. Die kann er auch lange schützen.
Auch hier Mark mit Schiffen. Und Kane versucht es hier wieder mit der Brechstange. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, meine lieben TikToker, kleiner Tipp. Schaut gerne auch bei YouTube lieber das live oder auf Twitch, wenn ihr Bock habt. Habt ihr noch eine größere Community? Sehr, sehr nice hier. Vor allen Dingen Master Kane, wie effektiv der heute wieder unterwegs ist. Das ist halt sein Vorteil. Das kann er wirklich, wirklich gut. Masse. Masse hat er drauf. Und das zeigt er hier immer wieder, schon die ganze Zeit über dem Match. Mit der Masse hat er nämlich fast im Alleingang hier die Gebäude rausgenommen. Und Mark fährt nur noch links und nach rechts, weiß gar nicht wohin. Also sie versuchen es wirklich noch immer noch zu überleben. Mark bei Bayern und Installateur. Aber wenn die Masse jetzt von Kane da unten beim Insta jetzt auch ankommt, dann dürfte es das gewesen sein. Also Bye-Bye hat jetzt ein bisschen Zeit aufzuatmen und hier neu aufzubauen. Hat auch schon wieder zwei weitere Bauhöfe gebaut. Muss nur mehr an Kohle kommen. Hofft, dass er jetzt mit den vielen Sammlern jetzt noch an die Kohle rankommt. Und jetzt links auf dem Weg hier. Hier angekündigt, Rainer Master Kane beim Insta. Und jetzt wird's haarig. Das könnte jetzt wirklich das endgültige GG hier sein für das obere Team. Und unter YouTube und unter Twitch findet ihr auch mich unter Katastrophe LP. Line Info. Und Kane auch hier rasiert er den Insta und den Mark hier weg. Komm Blechbubi, tanz mal. So, Country, danke dir für die Follow auf Twitch. Und Kane macht's im Alleingang. Insta verkauft. Meinst du, aber alles verkauft? Ich glaube nicht. Er braucht, denke ich mal, noch Schiffe. Bye-bye. Muss sich halten. Und da kommt auch Sunny jetzt mit Schiffen. Hat er aktuell auch keine Kohle mehr. Bye-bye macht das clever. Hält die Leute hier von den Ressourcen weg. Macht er richtig gut. Ah, da kommt schon wieder der Odin Master Kane wieder mit einer Riesendivision hier. Keine Chance hier. Bye-bye muss sich zurückziehen. Er muss die Base noch halten. Mal sehen. Stellt euch mal vor, Bye-bye, er schafft es noch gegen die drei. Was für ein Ding wäre das? Aber bei der Masse, die Master Kane hier noch hat, sollte das Ende klar sein. Und Ryder, vielen, vielen Dank für deine Geschenke. Hätte doch nicht sein müssen, mein Lieber. Und okay, yes, nochmal rein. Danke dir, Jamie, für die 100 Bits, mein Lieber. Und hier knallt jetzt das endgültige Abrasieren. Komm, Bye-bye findet jetzt hier statt. Und ich muss aber sagen, Bye-bye hat richtig stabil hier gearbeitet. Insta hat hier auch richtig ordentlich links breit gemacht. Nur Mark hat auf die falschen Einheiten in der Mitte gesetzt. Und dadurch, dass sie nicht reagiert haben auf das Go hier vom Schlag im Nacken, dass er ja schon mit Einheiten in die Base gegangen ist, das hat die durcheinander gebracht. Aber sehr nices Spiel. Respekt hier an die beiden Teams für diese Leistung. Mark kann auch so ein bisschen mit den Schiffen helfen. Und hier verkeilen sich jetzt die Sammler ein nach dem anderen. Ein richtiges Rodeo hier. Und jetzt kommt Sunny. Der will auch noch mal ein bisschen was wegrasieren. Nochmal direkt in der Schlag und Nacken. Versucht unten links noch mal ein bisschen zu bereinigen mit den Schützen. Mark steht hier noch mit ein paar Sammlern. Oh, der könnte eigentlich helfen und die Übergänge blockieren. Macht er aber nicht. Und Sunny, ja, nimmt sich die Sammler jetzt von Bye-Bye raus. Die wollen jetzt die Ressourcen hier abkappen. Und Master Kane ist auch echt straight drauf hier. Kommt jetzt auch noch von hinten hier. Das ist schon echt mies. Spiel des Lebens, würde ich sagen, hier für Master Kane.
Er knüpft hier an einer guten Leistung an, ja. Wie die hier wegrasiert werden. Jetzt kriegt auch Bye-Bye hier mächtig Probleme. Da kann er auch nicht mehr gegenhalten. Denn das Team oben ist jetzt hier komplett an der Front vertreten. Zumal der Master Kane auch noch die kürzeren Wege jagt. Brauchen wir nur nach oben fahren. Und jetzt heißt es nur noch, die letzten Minuten irgendwie zu überstehen. Und Schlag im Nacken setzt jetzt auch nochmal alles ein. Kommt nochmal mit den schweren Panzern und mit den Schützen nachgezogen. Und Master Kane beschäftigt sich hier unten jetzt derweil auch mit den Schiffen. Jetzt wird er gejagt, der Bye-Bye. Der hält aber richtig lange Stellung. Also Respekt. Guck dir das mal an. Wahnsinn. Was er dagegen pettet noch. Er will auch nicht aufgeben. Aufgeben ist keine Option. Und Kane, ja, hat keine Mühe mehr. The Winner of the Day aktuell. Hier der Kane. Aber man muss auch sagen, der Schlag im Nacken hat gute Vorarbeit gemacht. Und mal sehen, was Mark mit den Schiffen hier macht. Kane landet hier unten in der Enge, kann er die Schiffe gut rausnehmen hier. Und überall rumort's hier. Das Team ist raus. Bye-Bye versucht's noch bis zum Letzten, aber jetzt verkauft er. Zumindest in Teilen, um nochmal hier Schiffe zu bekommen. Mark steht hier immer noch stabil und versucht irgendwas noch zu erledigen, aber es wird natürlich von der Entfernung nicht ausreichen, um hier zu supporten. Das wird nicht reichen. Bei weitem nicht. Und Sunny wurde aber auch ordentlich wegradiert, das muss man sagen. Also da hat der Bye-Bye schon gute Arbeit gemacht. Und der hatte gegen zwei oben zu kämpfen. Bye-Bye jetzt nur mit wenigen Gebäuden noch hier im Game. Hier haben wir noch den Hafen vom Insta. Hier vom Mark. Die müssen sie jetzt nur noch rausnehmen. Und dann ist das Ding hier erledigt. Das Match. Und er will nochmal weiter expandieren, der Master Kane. Fährt nochmal weiter mit seinem Bauruf. Weiß ich wohin. Und Schlag im Nacken, denkt sich auch nochmal, ich muss nochmal was wegrasieren. Aber die geben nicht auf. Geben nicht auf. Thank you.
Ja, da brauchen wir nur rüber segeln. Denn hier haben wir nämlich vom Markt die letzten Einheiten. Und er fliegt jetzt auch schon mit dem X. Das klingt jetzt nach Verkauf. Ja, ich glaube, jetzt verkaufen sie gerade. Und führen alles zusammen. Nur bei Bye noch nicht. Er ist noch dabei. Der kann auch noch Ressourcen sammeln. Macht er übrigens auch. Hat auch noch genug Ressourcen. Hi, mein lieber User. Ja, warum könnt ihr bei TikTok nicht mehr in Querformat schauen? Ich sag euch, das ist TikTok hat, macht mir ein bisschen Probleme. Und ich möchte das einfach nicht mehr so fördern, sondern euch irgendwie die Möglichkeit geben, wenn ihr im Querformat schauen wollt, geht einfach auf YouTube. Die YouTube-App habt ihr ja im Handy. Nutzt einfach da YouTube, da guckt ihr auch werbefrei, ist alles gut. Weil TikTok einfach in einem Moment mir nur Probleme macht und ich ärgere mich da tierisch drüber. Nicht an euch, ne? Hat nichts mit euch zu tun. Und jetzt gehen die letzten Überbleibsel von Bye Bye zum Ende hinüber. Es wird alles zusammengefügt, jetzt heißt es nur noch Bashing und dann ist das Match hier vorbei. Ein schönes 3 gegen 3 hier. Muss man echt sagen, und absolut nicht mitgerechnet, dass da Bye Bye, der Mark und der Insta so schlecht gegen Master Kane, Schlag im Nacken und Sunny aussehen. Also Respekt an die Leistung hier von dem Team. Von Master Kane, Schlag im Nacken und Sunny. Die sind auch immer rechtzeitig geflogen. Die müssen sich jetzt nur noch drum kümmern, dass da Bye Bye und Mark sein Hafen hier rausgeht. Dann war es das, der Insta ist schon raus. Und das, was ihr hier im Bildschirm seht, sind so die letzten Überbleibsel hier von dem Bye Bye. Und unten auf der Minimap seht ihr in Rot noch den letzten Hafen vom Markt. Und auch den Bobby, der hier gerade wegrennt mit dem Display. Und das war's, der ist im Club. Also wir probieren jetzt so schnell wie es geht hier, die Gebäude rauszunehmen und die letzten Einheiten hier von dem Bye Bye. Und Mark ist jetzt auch raus, nur noch Bye Bye hier im Spiel. Was für ein Match. Ja, Bloody, da hast du vollkommen recht. Ich kann ja viel über TikTok reden, aber mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich mit TikTok nicht mehr zufrieden bin. Die Reichweiten-Einschränkungen, es wird mir verkauft als Sommerloch, ist es aber nicht, weil mich so viele angeschrieben haben bei TikTok. Ey, Cutter, warum streamst du nicht mehr? Ey, Cutter, irgendwie werde ich aus deinem Stream geschmissen. Oh, Cutter, irgendwie ist die Verbindung schlecht. Und das sind echt viele. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Denn vom Sommerloch kriege ich auf den anderen Plattformen relativ wenig mit. Nur bei TikTok. Und das liegt nicht am Sommerloch. Das liegt tatsächlich daran, dass seit dem letzten Update da irgendwas nicht richtig läuft. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und das ist jetzt das GG hier für das untere Team. Sehr, sehr schön. Das GG für das obere Team gegen das untere, so Punkt. Und wir gucken uns mal die Stats an. Da müsst ihr auch schon ganz klar, oh, guckt euch den Kane an. Ja, der war gut unterwegs hier, der Kane, auch von den Ressourcen. Ja, aber Schlag im Nacken war auch gut unterwegs. Insta auch. Zumindest was die zerstörten Einheiten, ja. Das lag aber auch daran, dass er über die ganzen Infanteristen von Schlag im Nacken gefahren ist. Also die getöteten Einheiten, die muss man hier tatsächlich nicht mit berechnen, sondern die Ressourcen sagen immer schon sehr, sehr viel aus. Aber schönes Spiel. GG.